Hallo ihr Lieben, das ist er also, der Google Home, und ich hatte mich auch eigentlich schon darauf gefreut, mir den Google Assistant endlich auf Deutsch ins Wohnzimmer zu stellen und naja, wartet mal ab. Google Home ist, wie der Name schon sagt, Googles eigener Sprachassistent, und bevor wir jetzt gucken, was kann das Teil und wie schlägt er sich so, werfen wir mal einen Blick hinter die Fassade. Das zu ca. 2/3 aus Plastik bestehende Gehäuse wird durch einen textilbeschichteten Teil am unteren Ende begrenzt. Dahinter verbergen sich die Lautsprecher. Der Fuß ist abnehmbar und so lässt sich ein Blick auf die dahinterliegende Technik werfen. Drei Lautsprecher schallen in drei Richtungen voneinander ab. Lasst euch von der Größe der Lautsprecher nicht täuschen, aber erwartet auch nicht zu viel. Der eigentliche Sinn hinter der abnehmbaren Schale ist jedoch, dass sich euer Google Home farblich anpassen lässt. Demnächst erscheinen weitere Farben, Preis für eine neue Base voraussichtlich 42 Euro. Wer sich im Übrigen darüber freut, dass er unter der Haube einen Micro-USB-Anschluss entdeckt hat, mit dem man zum Beispiel auch unterwegs per Akku hätte laden können, nein, das geht leider nicht. Der Anschluss dient lediglich Servicezwecken. Die Oberseite scheint im ausgeschalteten Zustand einfach blank zu sein, aber unter der Oberfläche befinden sich mehrere LED-Leuchten, welche euch anzeigen, wenn der Assistant zuhört, spricht oder Informationen verarbeitet. Außerdem zeigt es den Lautstärkestand an. Ihr könnt diese auch mit dem Finger auf dem berührungsempfindlichen Feld einstellen. Und zusätzlich bedeuten 4 rote LEDs, dass das Mikrofon gemutet ist, was im Übrigen über den Knopf auf der Rückseite mit einem Tastendruck erledigt ist. Wie ihr es wahrscheinlich auf zahlreichen Tests auf YouTube schon gesehen habt, das Google Home reagiert auf Hey Google oder Okay Google, gefolgt von eurem Befehl. Okay Google, schicke eine E-Mail an Florian Meyer. Ich kann leider noch keine E-Mails versenden. Okay Google, schick eine SMS an Florian Meyer. Ich kann leider noch keine SMS versenden. Okay, Google, ruf Florian Meyer an. Ich kann leider noch keine Anrufe tätigen. Ach, du kannst mich doch mal. Tja, und genau das ist wohl auch der Grund dafür, warum ich das Review zum Google Home überhaupt mache, denn eigentlich gibt es schon genug Reviews und Videos davon auf YouTube. Die kommen für mich aber alle ziemlich positiv weg. Immer wird gesagt, ja, es geht noch nicht so viel, aber da soll noch ganz viel kommen und der wird noch ganz toll. Aber ich frage mich, warum verdammt nochmal bringe ich dann ein Gerät auf den Markt, wenn es eigentlich noch so unausgereift ist? Zumindest in meinen Augen. Insgesamt muss ich sagen, dass auch Amazon Echo etwas hinterherhinkt. Ich hätte gedacht, dass nach einem Jahr der Sprachassistent wesentlich ausgereifter ist, ist er für mich aber nicht wirklich. Dafür bietet der Echo allerdings tausende Skills, was das Angebot an Aufgaben und Sprachbefehlen enorm vergrößert. All das hat der Google Home so noch nicht. Was soll man also damit? Ach ja, Musik hören. Der Sound soll ja überraschend gut und kräftig sein. Tja, also kräftig ist er. Laut, ja, auch, aber kann man dann gleich von gutem Klang sprechen? Nein, das Verhältnis von Höhen, Mitten und Tiefen ist absolut unausgereift. Die Bässe sind zu kräftig, Mitten nicht sauber getrennt. Klar, besser als der Echo Dot ist der Sound schon, aber Sound ist nicht die Prämisse des Dot. Und vom Klang des großen Echo war ich bereits damals nicht begeistert, aber er ist für die meisten Leute erst einmal ausreichend und meiner Meinung nach dann doch besser als der des Google Home. Was Google Home tatsächlich besser beherrscht als Amazons Echo, ist Zusammenhänge erkennen. Fragt man zum Beispiel: Okay Google, wie heißt die Autorin von Harry Potter? Joanne K. Rowling. Kann man seine Frage erweitern, indem man lediglich sagt: Okay Google, wann ist sie geboren? Sie wurde am 31. Juli 1965 geboren. Okay, nicht schlecht, aber ist das nun das Killer-Feature? Also sorry, aber von einem Big Player wie Google hätte ich da einfach mehr erwartet. Googles Datenbank ist riesig und da hätte einfach mehr drin sein müssen. Ich meine, wir sind Ende der 60er Jahre zum Mond geflogen, aber ich kann im Jahr 2017 nicht via Spracheingabe eine E-Mail versenden? Und übrigens, noch nicht einmal diese Information konnte mir Google Home geben. Okay Google, wann ist der Mensch das erste Mal zum Mond geflogen? Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Ihr merkt schon, ich bekomme das hier nicht mehr wirklich gedreht.
Okay, vielleicht ist das mittlerweile auch was Persönliches. Denn in den letzten Tagen und Wochen hat mich das Teil echt frustriert. Das Ding ist, im Gegensatz zum Echo besitzt Google Home nur 2 statt 7 integrierte Mikrofone. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mich Google Home wesentlich besser versteht. Selbst durch mehrere Räume und Wände, es hat mich so gut wie immer gehört. Also schade, dass zwar die Erkennung gut funktioniert, Home aber meistens keine Antwort findet. Okay Google, Pause. Google Home und Googles eigenes Smart TV Gadget Google Chromecast, beides aus dem Hause Google, müsste also wunderbar miteinander arbeiten, oder nicht? Schauen wir mal. Okay Google, spiele Modern Family Staffel 5, Folge 2. Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Gut, das kann sie also noch nicht. Was sie kann, ist folgendes. Okay Google, spiele Modern Family. In Ordnung, Modern Family wird von Netflix auf dem Gerät Chromecast Tech Love wiedergegeben. Okay Google, stopp. Also das würde sie jetzt machen, aber erklärt mir bitte, was habe ich davon, wenn ich meine Lieblingsserie gucken möchte und einfach random irgendeine Folge abgespielt wird? Machen wir mal weiter im Bereich Audio und damit mit der Kompatibilität zum beliebten Multiroom-System von Sonos. Die Zusammenarbeit mit Amazon Echo läuft gerade an, bei Google Home muss man sich noch durch einen kleinen Trick helfen. Mit einem Chromecast Audio, Achtung, nicht das normale Chromecast, kann man seine Sonos-Geräte mit dem Home verbinden. Beim Play 5 geht das wie folgt. Das Chromecast Audio per AUX-Kabel mit dem Play 5 verbinden und später in den Home-Einstellungen mit dem Home koppeln. Beim Play 1 oder Play 3 muss ein Sonos Connect die Verbindung zwischen Speaker und Chromecast Audio sein, da weder Play 1 noch Play 3 über einen AUX-Eingang verfügen. Einen in die Google Home integrierten Sonos-Dienst gibt es bislang noch nicht. Mein Fazit: Von künstlicher Intelligenz sind wir noch weit entfernt. Simple Aufgaben auf Zuruf erledigen, das ist alles, was Sprachassistenten im Jahr 2017 können. Daran wird wahrscheinlich auch nichts der HomePod von Apple ändern, obwohl ich da mehr Erwartungen in Sachen Audioqualität habe. Eine Sache, auf die Google und Amazon bis jetzt noch nicht so wirklich geachtet haben. Mal schauen, was Apple uns da so bieten kann. Mich interessiert eure Meinung zum Google Home. Vielleicht fällt die ganz anders aus. Schreibt sie mir doch in die Kommentare. Unter allen Kommentaren verlose ich den Google Chromecast, den ich in diesem Video benutzt habe. Und den Gewinner informiere ich dann heute in 2 Wochen. Jetzt war ich das ganze Video über ziemlich arschig zum Google Home und von daher würde ich sagen, hat er sie es jetzt das letzte Wort. Tut mir leid, Patrick, dass ich dich enttäuscht habe. Ich bin ein dämlicher Holzkopf und als die Entwickler bei Google die künstliche Intelligenz verteilt haben, war ich wohl gerade auf dem Klo.